Vor genau 500 Jahren starb der niederländische Maler Hieronymus Bosch. Sein Werk gibt bis heute Rätsel auf. Seine fantastische Malerei und die Eigenwilligkeit seiner Bilderwelt fasziniert. Ebenso wie sein Werk stellt das Leben des Genies Kunsthistoriker vor unlösbare Fragen. So wenig ist über ihn bekannt. Seine Bilder sind hochkomplex und kaum entschlüsselbar. So viele Interpretationen sind möglich und doch reicht keine Erklärung aus. Das Schauspielhaus Salzburg hat den Schweizer Autor Jérôme Huneau beauftragt, den Spuren des Malers zu folgen. Boschs wohl berühmtestes Triptychon, der Garten der Lüste, ist Ausgangspunkt einer unglaublichen Reise in die fantastische Welt des mittelalterlichen Malers, der seinerzeit weit voraus war. Hieronymus Bosch ist eine Komödie der Deutungsirrungen, eine spielerische Einladung, sich in dieser scheinbar unnötigen und doch so lebenswichtigen Materie zu verlieren. Die AG Kultur lädt zum jährlichen Open Mind Festival ein. Seinen Anfängern verfolgt das Festival das Ziel, die Auseinandersetzung mit einem aktuellen, gesellschaftspolitisch relevanten Gegenstand über künstlerische und diskursive Wege zu ermöglichen. 2016 kreist das Open Mind Festival um die Themen des Verschwindens und Entkommens. Die Sehnsucht nach dem Verschwinden der Wirklichkeit in der Kunst ist wohl genauso alt wie die Angst vor dem Verschwinden der Wirklichkeit. Das Open Mind Festival wird sich Orten der Erleuchtung wie des Zerfalls widmen, der Emanzipation und Flucht nach vorn, wie dem Eskapismus als Ausweg vor der Unerträglichkeit des Seins. Ausweg, das Wesentliche Nein, als Aufforderung für einen Aufbruch ins Ungewisse. Dieser besondere Markt ist aus dem Programm des Emailwerks nicht mehr wegzudenken. Die angenehme Atmosphäre lädt auf zwei Stockwerken ein, sich Zeit zu nehmen, die kreativen Produkte der Kunsthandwerker in Ruhe zu betrachten, interessante Köstlichkeiten zu probieren und das feine Rahmenprogramm zu genießen. Die Erfolgsgeschichte vom Salzburger Rapper Dame ist eine, die beeindruckender kaum sein könnte. Vom YouTube-Star etabliert sich der Sänger zum angesehenen Musiker der Szene, der mit seinen Alben stetig die Charts unsicher machte und mit seinem letzten Longplayer, Lebendig begraben, sogar den Sonnenplatz in den österreichischen Albumcharts erobern konnte. Und auch in der Rap- und Hip-Hop-Hochburg Deutschland knackte Dame mühelos die Top 10. Am 24.11. präsentiert er sein neues Album Straßenmusikant im Rockhaus. Die Local Heroes im November sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Von wavigem Pop-Rock bis zum klassischen Songwriter-Pop, eine Prise Post-Rock und diverse Indie-Einschläge inklusive. Es lebe die Vielfalt. Mit dabei sind Ray Shames, Nico und Elia Wolf, Oberhauser und Schönegger und Red Monitors.